So, ihr Lieben, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit dem, was wir bisher hörten von unseren beiden Brüdern, Siegfried Weber war ja der erste, frühere Leiter der Bibel- und Missionsschule von Ostfriesland, jawohl, und von Eberhard Platte, meinem Vorredner, da werden wir, denke ich, im Großen und Ganzen schon mit einverstanden sein und vielleicht nur eben uns gefragt haben, inwieweit prägt das auch unser Leben? Sind wir solche Leute, die auch die Bibel ernst nehmen im Hinblick auf das Eheleben und das Familienleben? Da haben wir ja hier einige gute Beispiele gehört. Mein Thema lautet die Bedeutung der Bibeltreue für meine Gemeinde. Und da fürchte ich, dass wir heute Nachmittag nicht unbedingt alle der Meinung sind, wie ich das versuche vorzutragen, von der Bibel her, weil mit Sicherheit etliche hier sitzen, die sagen werden, also auf jeden Fall in meiner Gemeinde oder Kirche sieht das aber doch etwas anders aus. Und deswegen muss man das natürlich hinterfragen, was der Bruder von hier vorne verkündet. Ist das wirklich Gottes Wort oder ist die Praxis, wie ich sie kenne, in meiner Gemeinde vielleicht der Bibel angemessener? Meine Grundvoraussetzung für die Ausführung, die ich jetzt zu machen habe, ist die, dass ich glaube, dass das, was die Bibel über die urchristliche Gemeinde uns berichtet, im Wesentlichen auch heute noch gilt. Aus dem ganz einfachen Grunde, den wir eben schon hörten, dass wir gewarnt werden, der Bibel irgendetwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Ein Vers wurde nicht erwähnt, der aber hier an dieser Stelle gesagt werden sollte, nämlich Paulus selber sagt, dass er von Gott auserwählt wurde als Letzter, um das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Damit will Paulus nicht sagen, dass er der Letzte war, der an der Bibel schrieb, aber der letzte Berufene, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, hat ja sehr viel später seine Offenbarung geschrieben, auch das Evangelium, auch die Briefe, etwa eine Generation später als Paulus. Er wurde aber früher als Paulus berufen für diesen Dienst. Paulus war der Letzte und damit ist Gottes Wort auf sein Vollmaß gebracht, was bedeutet, dass wir, was Gemeindepraxis angeht, nichts anderes haben, wenn wir wirklich bibeltreu sein wollen, als eben die Bibel und nicht irgendwelche kirchliche Tradition, die natürlich hinzugezogen werden kann, aber geprüft werden muss an dem, was die Bibel zu diesem Thema Gemeinde nach dem Neuen Testament, bibeltreue Gemeinde zu sagen hat. Nun, wir haben ja schon gemerkt, dass wir uns alle bemüht haben, uns einigermaßen an den Zeitplan zu halten, was auch für mich bedeutet, dass ich mich beschränken muss in vielen Aussagen, die die Bibel dazu gibt. Ich werde einiges erwähnen und kurz anreißen und zu einigen Dingen etwas ausführlicher Stellung beziehen. Wer dieses Thema für sich weiter erarbeiten möchte, dem rate ich neben dem ersten Korintherbrief, der uns jetzt hauptsächlich beschäftigen soll, auch den Epheserbrief hinzuzuziehen und die beiden Timotheusbriefe. Im Epheserbrief haben wir einiges im Hinblick auf die Aufgaben und das Verhalten der Glieder einer Gemeinde im Sinne dessen, dass die Glieder der Gemeinde auch Glieder am Leibe Christi sind, sofern sie wiedergeboren sind. Und im ersten Timotheusbrief, da wird ausdrücklich gesagt, dass Paulus dem Timotheus geschrieben hat, damit er weiß, wie er sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist der erste Brief, das normale Verhalten, wobei Paulus in diesem Brief schwerpunktmäßig das Gebet anführt und Gemeindestrukturen im Hinblick auf die Autorität in der Gemeinde, Älteste und Diakone und dann auch gewisse soziale Aufgaben, die auch innerhalb der Gemeinde anliegen,
werden im ersten Timotheusbrief beschrieben. Und im zweiten Brief kommt dann das Problem, dass da, wo neutestamentliche Gemeinde nicht mehr vorhanden ist und vielleicht auch nicht mehr wiederhergestellt werden kann, man doch als Einzelchrist immer noch die Möglichkeit hat, wenn auch in kleinen Kreisen, eben mit solchen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen, 2. Timotheus 2, dann nach den Grundsätzen des Neuen Testamentes sich zu verhalten und dass es so weit kommen kann, dass man eines Tages sogar alleine steht und dann heißt es dreimal, du aber, wenn auch die anderen, völlig anders, wie Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen, egal was die anderen machen. Das wäre in diesen anderen Briefen noch die Ergänzung zum 1. Korintherbrief. Ich beschränke mich im Wesentlichen auf die Aussagen des 1. Korintherbriefes, weil ich glaube, dass wenn es um Gemeindepraxis geht und die entsprechenden Voraussetzungen für die echte Praxis, wir hier besonders fündig werden. Und einige allgemeine Bemerkungen. Zunächst einmal, was die Adressaten angeht. Wir hören manchmal, wenn von Kapitel 11 die Rede ist und Schöpfungsordnung Gottes und so weiter, dass dann gesagt wird, ja, das galt damals den Korinthern, aber das gilt nicht mehr heute uns. Ist aber interessant, dass der 1. Korintherbrief, wenn man das überhaupt sagen kann, der allgemeinste Brief überhaupt ist, den wir im Neuen Testament finden. Zumindest wird es sehr stark betont. Ich lese einmal diesen Vers vor. 1. Korinther 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und so Sosthenes, der Bruder der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Ich glaube, dass der Heilige Geist Paulus so anleitete zu dieser Formulierung, weil er wusste, dass kaum ein Brief im Hinblick auf Gemeindepraxis so angefochten werden würde, wie dieser 1. Korintherbrief. Dass von Anfang an deutlich wird, der gilt nicht nur der speziellen Situation in Korinth, der gilt allen Gemeinden, an allen Orten. Und wenn wir das ernst nehmen, was Paulus eben in Kolosser 1 sagt, dass er Gottes Wort vervollständigt hat, dann gilt es auch für alle Zeiten, auch wenn es nicht direkt hier steht, weil es keine anderen Offenbarungen zu diesem Thema nachträglich gegeben hat. Deswegen sind die Aussagen in diesem Brief von ungeheurer Bedeutung und allgemein verbindlich für jeden, der bibeltreu sein will. Und wir sollten unsere Gemeindepraxis an dem prüfen, was Paulus den Korinthern mitzuteilen hat. Ein weiterer Punkt. In diesem Brief wird auch deutlich, dass man Privatleben und Gemeindeleben nicht auseinanderreißen sollte. Das Gemeindeleben wird sehr stark von meinem Privatleben beeinflusst. Und man kann nicht im Privaten völlig neben der Schrift nach eigenem Gutdünken leben und dann erwarten, dass in der Gemeinde Gottes Wort beachtet wird und der Heilige Geist wirken kann. Privatleben, Gemeindeleben sollten wir nicht voneinander trennen. Außerdem macht der 1. Korintherbrief auch sehr deutlich und auch der 1. Timotheusbrief, dass Gemeinde nicht nur aus den Gottesdiensten besteht, aus den gemeinsamen Gottesdiensten, sondern dass Gemeinde viel umfassender ist. Überall, wo wir uns bewegen, spielt auch die Gemeinde eine gewisse Rolle. Es gibt Rückwirkungen auf die Gemeinde. Wenn unser Privatleben nicht in Ordnung ist, wird die ganze Gemeinde dadurch belastet. Wir werden auf diese Dinge noch zu sprechen kommen im Laufe dieser Stunde. Fehlverhalten außerhalb der Gemeinderäume hat große Auswirkungen auf das Gesamtzeugnis
der Gemeinde. Das müssen wir unbedingt beachten, damit deutlich wird, dass wenn wir nach eigenem Gutdünken handeln, andere darunter unter Umständen sehr zu leiden haben und vor allen Dingen der Name des Herrn verlästert wird. Das wird ja gerade im 1. Korinther 5 sehr deutlich uns vorgestellt. Und nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir jetzt in diesen Brief einsteigen. Und ich habe einige Problemfälle, von denen ich glaube, dass sie auch heute von nicht geringer Bedeutung sind, herausgegriffen. Das Erste, was mir auffällt im 1. Korintherbrief, ist, dass in dieser Gemeinde, in der Paulus ja längere Zeit gewirkt hat, wo viele zum Glauben kamen, es ein Problem gab, was uns auch nicht fremd ist, nämlich das Problem der Parteisucht, Neigungen zu Spaltungen, Neigungen, gewissen Leuten zu folgen und andere abzuwerten. Wir wissen von Petrus, Apollos, Paulus, das waren die drei Leute, die da genannt werden. Paulus war der Denker, Prediger war der aktive Handelnde, Apollos war der Beredte, der Rhetoriker. Und die einen hatten den Rhetoriker eben, weil der so interessante Geschichten erzählt und so weiter, das war ihr Mann. Und andere, die mehr fürs Handeln waren, die schworen sich auf Petrus ein. Und dann gab es noch eine Gruppe, die sagte, wir aber sind nur Christen. Wobei ich früher immer gedacht habe, das war doch die richtige Gruppe. Ja, an sich ist das ja nicht verkehrt, wenn uns das genügt, Christen zu sein. Das ist eine gute Entscheidung. Aber es sollte nicht so sein, dass das als Abgrenzung zu anderen geschieht, um andere madig zu machen. Sondern eher in dem Sinne, dass wir versuchen, solchen, die Menschen nachfolgen, deutlich zu machen, die Person, um die es geht, die mein Lebensinhalt ist, das haben wir eben gehört von meinem Vorredner, die ich liebe über alles, die muss der bestimmte Faktor sein, auch in unseren Zusammenkünften, in unserem Miteinander. Und es geht nicht darum, dass wir einander beneiden, weil der andere vielleicht in meinen Augen größere Gaben hat als ich selber, die ich vielleicht gerne hätte, sondern dass wir erkennen, wie sehr jeder den anderen braucht, auf den anderen angewiesen ist. Und niemand verachtet wird, keine Gabe gering geschätzt wird. In Kapitel 3 kommt ein weiteres Problem, nämlich die Frage der rechten Lehre. Wie wird sie vermittelt? Durch wen wird sie vermittelt? In welcher Haltung wird sie vermittelt? Paulus vergleicht Gemeindebau mit einem Hausbau. Und er sagt, ich selber habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, die anderen sehen zu, wie sie darauf bauen. Die einen bauen mit Gold, Silber, Edelsteine, andere mit Holz, Heu, Stroh. Aber eines Tages kommt ein Tag, wo das Werk eines jeden von Gott geprüft wird. Wir nennen das den Preisrichterstuhl Christi. 2. Korinther 5 wird das erklärt. Und dann sagt Paulus, dass wir müssen uns das vorstellen, diese Materialien, das ist natürlich ein Bild, kommen in den Ofen hinein, werden vom Feuer erprobt, Gold, Silber, Edelsteine kommen geläutert hervor, Holz, Heu und Stroh verbrennt. Paulus will deutlich machen, damit Gemeinde in der rechten Weise funktionieren kann, wenn man das mal so ausdrücken möchte, geht es darum, dass die Lehre stimmt. Wir können nur gute Praxis praktizieren, wenn die Theorie in Ordnung ist. Und es fängt zunächst einmal mit der Theorie an und mit der inneren Einstellung dazu. Stimmt die Lehre? Baue ich richtig? Paulus geht davon aus, dass in Korinth diejenigen, die bauen, wiedergeboren sind.
Sie bauen auf dieser Grundlage Jesus Christus. Sie haben keine andere Grundlage. Aber trotzdem bedeutet das nicht automatisch, dass alles in Ordnung ist. Und die Bibel macht deutlich, das haben wir heute schon mehrmals gehört, dass die Richtschnur für unser Bau im Hinblick auf Ehe und Familie, haben wir das eben gehört, Gottes Wort ist. Wissen wir, was die Bibel dazu zu sagen hat? Wer überhaupt zur Gemeinde gehört? Wie man zur Gemeinde hinzugefügt wird? Welchen Stellenwert die Taufe hat? Das gehört doch alles zur neutestamentlichen Gemeinde. Gibt es noch einen Unterschied zwischen solchen, die den Herrn im Herzen tragen, die wiedergeboren sind, Leben aus Gott haben, und solchen, die nur Scheinchristen sind, Namenschristen? Das ist Kapitel 3. Und dann geht Paulus weiter und sagt, seht mal, wir können zwar richtig bauen, aber wir könnten darüber vergessen, dass nicht wir bauen im Grunde, sondern Gott baut und benutzt uns in irgendeiner Weise beim Bauen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und Gott hat uns Gaben gegeben, unterschiedliche Gaben, damit wir einander ergänzen und damit nichts am Bau liegen bleibt. Und da war das große Problem in Korinth, dass diese Gemeinde, die sehr viel Gnadengaben empfangen hatten, sprechen auch von Geistesgaben, dieselbe Art von Gaben, Gnadengaben, Zeichen, dass Gott sie uns geschenkt hat, Geistesgaben, von wem wir sie haben, vom Heiligen Geist, sie bildeten sich sehr viel auf diese Gaben ein. Und jeder wollte den anderen übertrumpfen mit diesen tollen Gaben, die er bekommen hatte. Und dann fragt Paulus sie in 1. Korinther 4, Vers 7. Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Seht mal, wenn es um neutestamentliche Gemeinde geht, dann dürfen wir nie vergessen, dass diese Gemeinde die Gemeinde des Herrn ist. Und der Herr Jesus hat selber gesagt, auf diesem Felsen, nämlich du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, was Petrus ihn da bekannt hat, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er baut, wir bauen mit. Und wenn der eine vielleicht Bibellehrer ist, der andere Hirte, der Dritte vielleicht die Gabe der Hilfeleistungen hat, sehr oft bei unseren Schwestern, sehr ausgeprägt, ganz wertvolle Gabe, die aber mehr im Verborgenen stattfindet, dann sollten wir nicht dahin gehen, die Gaben gegeneinander auszuspielen, sondern jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, dem Herrn dienen. Aber wir können es nur, wenn wir um unsere Gaben wissen. Falls die Zeit noch dazu reicht, werde ich am Ende noch darauf zu sprechen kommen, wie man seine eigenen Gnadengaben entdecken kann. Also in Kapitel 4, Warnung vor Selbstüberschätzung. Jeder ist ein Glied am Leibe Christi, ein Glied der Gemeinde, ich spreche jetzt von wiedergeborenen Menschen, die auf dieser Grundlage in die Gemeinde gekommen sind, dass sie das Kreuz, wovon die Rede war in Kapitel 1, und die Auferstehung des Herrn, also Tod und Auferstehung, wie es in Kapitel 15 dann erklärt wird, für sich persönlich in Anspruch genommen haben und so Glied der Gemeinde wurden. Was wir haben, sofern es lobenswert ist, ist ein Geschenk des Herrn. Das wollen wir niemals vergessen. Und dann geht es weiter. Dann war in Korinth eine Richtung, die wir heute in vielen Kirchen finden und Gemeinden auch,
nämlich falsche Toleranz. Dass man glaubte, dieses und jenes noch tolerieren zu können und dann sozusagen auf der Höhe des Glaubens zu sein. Die Liebe deckt alles zu, ja. Und Paulus sagt, schämt euch, was bei euch passiert, Blutschande, das ist ja noch schlimmer als bei den Heiden. Habt ihr überhaupt nicht begriffen, wer ihr seid und welche Aufgabe ihr habt? Er hat sie doch angesprochen in Kapitel 1. Ihr Heilige und Geliebte, berufene Heilige. Von der Heiligung haben wir eben etwas gehört. Sie hatten das vergessen. Sie tolerierten diesen Mann, der mit einer Frau seines Vaters, der war offensichtlich polygam, eben Geschlechtsverkehr hatte. Sind nicht eingeschritten. Und Paulus macht deutlich, eine bibelorientierte Gemeinde, eine bibeltreue Gemeinde, unser Thema hier, übt auch Gemeindezucht. Natürlich ist das jedes Mal eine ganz traurige Angelegenheit. Da freut sich niemand drüber. Aber es geht manchmal nicht ohne ab. Sind wir in solchen Gemeinden, wo die Sünde noch beim Namen genannt wird? Natürlich haben wir jetzt nicht die Zeit, ich will das nur kurz anreißen, wie man da vorgeht. Matthäus 18, wenn Sünde vorhanden ist, erst einmal das persönliche Gespräch. Und wenn es dann angenommen wird, dann ist der Bruder gewonnen, braucht keine Zucht geübt werden. Aber wenn er nicht hört, zwei Zeugen. Wenn er auf sie auch nicht hört, sage es der Gemeinde. Und wenn er auf die Gemeinde auch nicht hört, dann sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das heißt doch, wie der Heide, er wird wieder ein Gegenstand der Evangelisation. Er benimmt sich wie einer, der keinen Glauben hat, weil er das alles von sich weiß. Keine Sünderkenntnis, kein Bekenntnis. Und wie ein Zöllner soll deutlich werden, dass wir die Sünde nicht verniedlichen. Nur so kann ihm geholfen werden. Wir haben diese Fälle zweimal in unserer Gemeinde gehabt, wo wir jemand hinaustun mussten und wo dadurch das bibeltreue Gemeindezucht geübt wurde, in beiden Fällen diese Person wieder zurechtgekommen sind. In einem Fall hat das fast 10 Jahre gedauert. Aber es wurde deutlich, dass hier die Gemeinde, weil sie recht handelte, weiter für sie betete, um sie trauerte und sie nicht vergaß, dann der Weg zurück geebnet wurde. Gemeindezucht. Und dann, ihr Lieben, etwas, was heute auch nicht selten ist. Kapitel 6 kommt Paulus darauf zu sprechen, dass in Korinth die Gläubigen, wenn sie Rechtshändel hatten, vor die weltlichen Gerichte zogen. Und er sagt, schämt euch. Habt ihr vergessen, was auf euch zukommt? Ihr werdet eines Tages die Welt richten, sogar Engel. Und dann geht ihr wegen eurer Händel, geht ihr vor weltliche Gerichte. Das könnt ihr doch in der Gemeinde regeln. Das ist so ein interessanter Gesichtspunkt. 1. Korinther 6, 1 bis 11 wird das sehr ausführlich behandelt. Mir fehlt die Zeit, jetzt darauf einzugehen. Aber lest das mal nach, wie Paulus da vorgeht. Und wie er versucht, den Geschwistern deutlich zu machen, das ist einfach unter eurer Würde. Diesen Weg braucht ihr nicht. Und dann lasst euch lieber übers Ohr ziehen. Aber geht nicht vor weltliche Gerichte mit Geschwistern. Das soll in der Gemeinde geregelt werden. Wir haben eben von der Bedeutung von Gottes Wort für die Ehe gehört. Da schreibt er in Kapitel 7, wie man miteinander umgeht. Und was ist, wenn eine Ehe scheitert? Ehescheidung und Wiederverheiratung. All diese Dinge behandelt Paulus und im Hinterkopf hat er ständig die Auswirkungen auf die Gemeinde.
Wenn diese Dinge nicht biblisch geregelt werden, kann es auch mit der Gemeinde nicht vorwärts gehen. Dann ein weiteres Problem. In der Gemeinde sind ja nicht nur reife Christen. Es kommen ja immer wieder auch Menschen zum Glauben. Ich hoffe, dass wir das auch erleben in unseren Gemeinden, die noch jung im Glauben sind. Wir haben eben von diesem jungen Mann gehört, der so drauf versessen war, von einem Älteren eingeführt zu werden. Also da kann man ja nur denken, meine Güte, hoffentlich erlebst du das auch nochmal, so etwas. Ja? Intensive Schulung mit Gottes Wort. Und da sind natürlich manche Dinge am Anfang völlig unbekannt. Und manchmal ist auch das Gewissen vielleicht zarter noch als Gottes Wort im Hinblick auf gewisse Dinge, wo Gottes Wort gewisse Freiheiten lässt. Stichwort zweifelhafte Fragen. Essen, trinken, Feste feiern. So behandelt Paulus das in Römer 14. Und in ein ähnlicher Gedankengang ist in Kapitel 8 von 1. Korinther 8. Er spricht von den Schwachen in der Gemeinde, die sie überall stoßen an diesem und jenem, weil sie denken, das darf der Christ nicht und so weiter. Wir wollen ja dahin kommen, dass unsere Geschwister und wir selber erkennen, wir brauchen das nicht mehr. Wir verzichten freiwillig. Für andere ist das vielleicht unter Druck irgendwie noch etwas, was sie belasten könnte. Und wie reagieren wir da? Wie geht Paulus da vor? Das muss ich einfach mal vorlesen. Kapitel 8, Vers 11 bis 13. Da zieht er das zusammen im Hinblick auf die Erkenntnis eines Bruders, der weiter ist als der andere, aber jetzt seine Erkenntnis nicht ausspielen sollte, um den anderen damit zu erdrücken, sondern lieber dem anderen entgegenkommt und auf gewisse Freiheiten, die er normalerweise sich nehmen würde, verzichtet, um den anderen zu gewinnen. Und die Quintessenz, 8, Vers 11. Durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um. Der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist, merken wir, wie er davor geht. In der Gemeinde, nach Gottes Gedanken, sehen wir jeden Einzelnen als eine Person, für die der Herr gestorben ist. Und dementsprechend verhalten wir uns dieser Person auch gegenüber. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Merken wir hier etwas? Seht mal, manchmal haben wir, wenn wir mit Geschwistern zu tun haben, bei unseren Malachi-Konferenzen kommen ja oft auch Geschwister, die einsam sind, die eine Gemeinde suchen und die uns fragen, was könnt ihr uns für eine Gemeinde empfehlen? Gibt es da etwas in unserer Nähe und nach welchen Grundsätzen und so weiter? Dann sage ich ihnen, neben anderem dies, lasst euch eine Gemeinde zeigen, wo ihr euch einbringen könnt mit euren Gaben. Nicht, wo ihr am meisten profitiert, wo die anderen alles tun, ihr sitzt bequem da und lasst euch bedienen, sondern wo ihr euch selber einbringen könnt mit euren Gaben, um den Geschwistern zu dienen. Und indem wir den Geschwistern dienen, dienen wir unserem Herrn. Das ist doch das, was dahinter steht. Das ist bibeltreue Gemeinde. Und um einer Speise willen nicht den Bruder verderben, sein Gewissen verletzen, dass er Schiffbruch findet am Glauben. Welch eine Haltung dieses Apostels. Er sollte uns als Vorbild dienen. Ja, diese ganze Haltung wird damals im Hinblick auf das Götzenfleisch essen, Götzenopferfleisch essen, vorgestellt. Aber das können wir natürlich auf viele andere Dinge anwenden. Allerdings nicht auf Aussagen von Gottes Wort, die eindeutig sind. Ich sage noch einmal, es gibt Dinge, die in der Schrift mit einem gewissen Wachstumsprozess verbunden sind, wo vielleicht auch Sitten und Kulturen auch eine gewisse Rolle spielen
und wo das offen gelassen wird. Ich erinnere noch einmal in Römer 14, man kann so oder so einen Tag vor dem anderen oder alle Tage gleich halten. Also wenn man gar keine Feste feiert, dann hält man jeden Tag gleich. Und dann feiert man nicht Ostern und Pfingsten und so weiter, sind alles die gleiche Bedeutung. Und wer diese Haltung hat, der kann sie auch ruhig für sich behalten. Aber er sollte nicht anfangen mit Gewalt, die anderen jetzt davon zu überzeugen, weil das von der Bibel her offen gelassen wird. Aber wenn es um Fragen der ewigen Gottessohnschaft geht, um die Bedeutung des Blutes, der Versöhnung und grundlegende Fragen, die die Schrift eindeutig klärt, da können wir natürlich nicht sagen, das sind zweifelhafte Fragen, das kann man so oder so sehen. Sondern da gibt es dann nur eine Sicht, die biblische Sicht. Und ich denke, dass die Lehre auch darin besteht, auch in der Gemeinde, auch untereinander, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dass wir genau wissen, wo sind Dinge, an denen wir festhalten müssen, um jeden Preis. Und wo sind es Dinge, wo wir dem anderen seine Sicht lassen dürfen. Und dann geht Paulus weiter. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Jetzt kommt er auf eine Sache zu sprechen, die in unserer Zeit von höchster Aktualität ist. Wir haben eben schon was gehört im Hinblick auf Ehe, Patchwork und so weiter. Das war so ganz modern. Bei Paulus ist man noch nicht ganz so weit, aber so in diese Richtung geht das auch schon etwas. Nämlich das Problem von Mann und Frau in den Gemeindezusammenkünften. Haben alle die gleichen Aufgaben. Was die Gleichwertigkeit angeht, ist Paulus ganz klar. In Christus weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Reicher und so weiter. Alle eins in Christus. Wir haben denselben Wert, unabhängig von unserem Geschlecht, unabhängig von unserem sozialen Status. In Christus sind wir eins, Kinder Gottes, haben das ewige Leben und können uns auf die Zukunft von ganzem Herzen freuen. Aber wenn es um unsere Aufgaben hier in der Welt geht, um das Hier und Heute, dann gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Und die deutet Paulus an in Kapitel 11. Er spricht von der Schöpfungsordnung Gottes. Gott, Christus, Mann, Frau. Da wird es behandelt im Hinblick auf die Gebetshaltung. In Kapitel 11 im ersten Abschnitt geht es noch nicht um Gemeindezusammenkunft, sondern grundsätzlich unsere Gebetshaltung, und sie wird gebracht in Verbindung mit der unsichtbaren Welt. Die Engel schauen zu und erkennen in unserer äußeren Haltung, denn die Engel können nicht in unser Herz hineinschauen, das kann nur Gott. Die Engel sind auf unsere äußere Haltung angewiesen, um von dem Äußeren auf das Innere zu schließen. Mehr können sie nicht. Aber das ist der Sinn von 1. Korinther 11, dass hier in unserem äußeren Verhalten deutlich wird, dass sowohl der Mann auf seiner Seite wie auch die Frau ihrerseits diese Schöpfungsordnung Gottes anerkennen und nicht als eine gesellschaftliche Norm einfach übernehmen, die eben mittelalterlich vielleicht war oder wie auch immer, aber heute keine Geltung mehr hätte. Es ist eine Frage, inwieweit wir Gott zutrauen, dass er im Hinblick darauf, dass er alle Zeiten überblicken kann bis ans Ende und er auch nicht überrascht worden ist von der Entwicklung in unseren Tagen. Das hat er auch im Voraus gewusst. Er immer noch daran festhält, an dem, was dort uns mitgeteilt wird. Aber bevor Paulus dann die praktischen Auswirkungen dieser Vorstellung in 1. Korinther 11 dann uns weitergibt in Kapitel 14, kommen noch zwei wichtige Kapitel. Die sind ungeheuer wichtig, gerade für die Gemeinde, bibeltreue Gemeinde. Kapitel 12, ein Leib, viele Glieder. Und Gott hat die Einzelnen gesetzt, so wie es ihm gefallen hat. Und alle zusammen wirken das Werk Gottes.
Im Epheserbrief wird das in Kapitel 4 dann sehr ausführlich dargestellt, was das Ziel ist der einzelnen Glieder, wozu der Leib heranwächst zur Ehre Gottes. Und Paulus macht deutlich, seht mal, es gibt Glieder wie am Leib, die sieht jeder. Und es gibt andere Glieder, die sieht man nicht. Aber es ist nicht selten, dass die Glieder, die man nicht sieht, im Grunde noch wichtiger sind. Lebenswichtiger als die, die man sieht. Paulus will damit deutlich machen, das, was in den Augen der Menschen vielleicht groß erscheint, ist nicht das Einzige. Er sagt nicht, dass es wertlos ist. Auch das muss sein. Aber es kann nur funktionieren, weil die Glieder, die man nicht sieht, sie unterstützen. Was nützt mir die schönste Stimme, wenn das Herz aufhört zu schlagen? Beides gehört zusammen. Was die Sehkraft, was nützt sie, wenn eben kein Leben mehr da ist? Beides ist erforderlich und das ist so wichtig, wie auch im Krieg sozusagen die Front, die vorne ist, werden unterstützt von denen, die für den Nachschub sorgen. Und das sind in der Regel noch viel mehr als die, die vorne an der Front stehen. Seht mal, wenn wir das Wort weitersagen, dann merken wir auch als Verkündiger sehr deutlich, inwieweit wir getragen werden, auch von den Gebeten der Geschwister. Und je nachdem, was in einer Gemeinde geschieht, ist das ungeheuer stark abhängig von dem, was viele Schwestern oft im Hintergrund vorbereiten. Wir brauchen einander, niemand ist unnütz. Keine Gabe sollte verachtet werden, denn jede Gabe, so es eine echte Gabe ist, ist von oben. Gott gibt nur gute Gaben. Diese Gaben, die gebraucht werden. Kennen wir alle unsere Gaben? Wer da noch nicht ganz sicher ist, ich gebe nur einen ganz kurzen Hinweis. Das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir Gott bitten, dass wenn er uns die Gaben zeigt, wir sie zu seiner Ehre einsetzen wollen. Nicht zu unserer Selbstverwirklichung. Das gilt natürlich besonders für die Brüder, die am Wort liegen. Ja, wir müssen da immer wieder uns selber fragen. Das ist das Erste, dass wir das klären. Das Zweite, welche Gaben nennt denn die Bibel? 2 mal 4, 2 mal 12, da haben wir sich schon alle. 1. Petrus 4, Epheser 4, 1. Korinther 12, Römer 12. Kann man sich doch gut behalten. Und dann schreibt man die mal alle ab, diese Gaben, und vergleicht sie mit den natürlichen Fähigkeiten, die wir haben. Geistliche Fähigkeiten sind oft an natürliche Fähigkeiten angekoppelt. Wenn wir da noch nicht fündig sind, warum haben wir denn die Ältesten und auch die älteren Schwestern, die können uns oft helfen. Manchmal sehen andere schneller, welche Gaben wir haben, als wie wir selber entdecken. Und fünftens, wenn das immer noch nicht zum Erfolg führt, Gott führt manchmal durch die Umstände. Irgendwo wird jemand gebraucht, keiner meldet sich. Ja, vielleicht bin ich ja gefragt. Es könnte ja meine Gabe sein. Gott führt durch die Umstände. Und sechstens und letztes, und ich möchte das auch in dieser Reihenfolge auch so unterstreichen, wenn du dann immer noch nicht weißt, welche Gabe du hast, kannst du Gott auch um ein Zeichen bitten. Wie das aussehen kann, könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Afrika war nur der Anfang. Im Hinblick auf den Missionsauftrag hat der Herr so deutlich da eingegriffen auf die drei Dinge, die ich ihm nannte, dass mir daran klar werden sollte, ob das der Weg für mich ist oder nicht. Aber ich nenne das als allerletztes, weil in der Regel wir schon vorher wissen, was dran ist. Das Hauptproblem ist einfach, will ich das überhaupt? Will ich meine Gabe kennen, um sie einzusetzen für die Sache des Herrn? Denn das haben wir von den Brüdern schon öfters gehört, es geht bei der Bibeltreue nicht nur um die Theorie, nicht nur um die Lehre. Damit fängt es natürlich an, aber sie muss in die Praxis hinübergehen.
Ja, und dann gehört zur bibeltreuen Gemeinde auch das, was in 1. Korinther 14 steht. Und zwar die letzten zwei Abschnitte. Ich sehe jetzt auf die Uhr, jetzt bin ich natürlich wieder unter Zeitdruck, aber ich will doch ein paar Dinge da nennen. Der letzte Abschnitt behandelt den Dienst der Schwestern. Aber vor diesem Abschnitt steht noch ein anderer. Der fängt so an. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre und so weiter. Alles geschehe zur Erbauung. Die neutestamentliche Gemeinde war keine Predigergemeinde. Das ist vielleicht der Punkt, wo nicht jeder so glücklich ist. Aber es ist eindeutig. In der neutestamentlichen Gemeinde haben sich etliche Brüder am Wort beteiligt. Nicht jeder als Bibellehrer. Mancher hatte etwas aus dem Leben zu erzählen, was er mit dem Herrn erlebt hat. Oder hat zu den Gewissen der Gläubigen gesprochen. Das nennt die Bibel Weissagung. Es muss nicht immer über die Zukunft sein. Der Prophet redet zu den Gewissen der Gläubigen. Der Bibellehrer redet zum Verstand und der Hirte zum Herzen. Und wenn man das kombinieren kann, umso besser. Aber die Gaben sind unterschiedlich. Aber jeder hat etwas. Das ist neutestamentliche Gemeinde, ihr Lieben. Dass möglichst viele, und Paulus macht deutlich, es sind nur Männer hier gemeint, die sich hier beteiligen. Wenn von den Frauen die Rede ist, da gibt es etliche Bibelstellen, 1. Timotheus und auch Titus, wo zusammengefasst wird, wie viel verschiedene, großartige und wichtige Dienste die christliche Frau tun kann. Aber diese Dienste geschehen außerhalb der Gemeindezusammenkünfte. In den Gemeindezusammenkünften, wenn die Schwestern für die Brüder beten, ist das ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Und den Brüdern auch die Zeit lassen, zu Hause sich vorzubereiten, damit jeder etwas hat. Das gehört zur neutestamentlichen Gemeinde. Nicht, dass wir nur wenigen Leuten alles überlassen, sondern selber gefordert sind. Das möchte ich den Brüdern hier auch zurufen. Ob wir eine Bibelschule besucht haben oder Theologie studiert oder Ähnliches, ist nicht der entscheidende Punkt. Ich bin nicht dagegen, dass man solche Ausbildungsstätten besucht, sofern sie bibeltreu sind. Es gibt ja nicht mehr viele davon. Aber da habe ich persönlich nichts dagegen. Aber das ist nicht Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass wir mit Jesus sind, dass wir Verbindung mit ihm haben, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind und natürlich auch eine entsprechende Gabe, dass wir es so weitergeben können, dass die Zuhörer es verstehen, dass sie erbaut werden, auferbaut. Alles geschehe zu erbauen. Und ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Da kommt das herrliche Kapitel 15. Die Auferstehung. Die Tatsachen der Auferstehung. Und auch die fünf verschiedenen Beweise für die Auferstehung. Der Schriftbeweis, der Augenzeugenbeweis, der Beweis der veränderten Haltung der Jünger nach der Auferstehung. Völlig anders als vorher. Der fehlende Gegenbeweis. Vierter Beweis, der fehlende Gegenbeweis. Wie viele Atheisten haben schon versucht zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist? Keinem ist es gelungen. Aber der fünfte Beweis, ihr Lieben, das ist der wichtigste. Der persönliche Erfahrungsbeweis. Es gibt Leute, die glauben, die ersten vier, völlig davon überzeugt. Aber sie nehmen trotzdem Jesus nicht persönlich in ihr Leben auf und erfahren nicht die Veränderung. Das ist der entscheidende Beweis. Aber er folgt den biblischen Tatsachen. Es ist kein Wunschdenken, dass Jesus auferstanden ist. Wir folgen nicht irgendwelchen Fabeln und Legenden oder Mythen, wie Rudolf Bultmann versuchte nachzuweisen, sondern er ist wahrhaftig auferstanden. Und er lebt in meinem Leben, kann ich das sagen. Seht mal, und das ist der herrliche Ausgang dieses Briefes. Viele Warnungen von Anfang bis Ende. Aber ganz am Anfang steht das Kreuz, der Tod des Herrn und am Ende steht die Auferstehung, das offene Grab. Und zwischendrin feiern wir das Mahl des Herrn.
indem wir uns daran erinnern, was der Herr damals getan hat, das Kreuz, sein Tod, und uns daran erinnern, was daraus entstanden ist, seine Gemeinde, sein Leib, wir die vielen, ein Leib in Christus, 1. Korinther 10. Und die Erinnerung an das, was damals geschehen ist, vor 2000 Jahren, wird kombiniert mit unserer Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Denn 1. Korinther 11, Vers 26, wir brechen das Brot, wir trinken von dem Kelch, bis er kommt, ihr Lieben. Und deswegen können wir nur sagen, wir werden uns nächstes Jahr wiedersehen hier, so Gott will, sofern der Herr bis dahin nicht wiedergekommen ist. Und das sage ich nicht einfach so daher, ich persönlich wundere mich, dass er noch nicht gekommen ist. Ich habe persönlich viel eher damit gerechnet, auch wenn ich es nicht gelehrt habe. Wir wissen ja, Stunde und Tag ist nicht bekannt, aber wir wollen in dieser Hoffnung leben, auf ihn warten und in der Zwischenzeit Gemeinde bauen nach den Grundlinien des Neuen Testamentes. Und dazu eben auch diese Chance, die Gott uns gegeben hat, durch die Geschwister uns zur Seite, dass wir gemeinsam bauen dürfen an diesem herrlichen Bau, der eines Tages in alle Ewigkeit als die Braut des Lammes, als das Weib des Lammes ihm zur Seite stehen wird.